herzlich willkommen im Kino des DFF. Für heute habe ich mir einen Film ausgesucht, an dem ich aus unterschiedlichen Gründen ganz besonders hänge. Der Film heißt Berlin is in Germany und ist aus dem Jahre 2001 von einem wunderbaren deutschen Regisseur Hannes Stöhr. Und Jörg Schüttauf spielt die Hauptrolle in diesem Zeitdokument, was dieser Film auch ist. Er spielt einen Strafgefangenen, der die Wende im Gefängnis erlebt hat und der nach 11 Jahren Haft entlassen wird in ein neues Berlin, was nicht mehr in Ost und West unterteilt ist, sondern jetzt keine Grenzen mehr kennt. Und wie das aufgefangen wird und dargestellt wird in diesem Film, ist gerade, glaube ich, auch aus heutiger Sicht so ein beeindruckendes Zeitdokument. Und das hat Hannes Stöhr einfach unglaublich eingefangen, diese ganzen Schwierigkeiten und Unterschiede und neuen Lebenssituationen, mit denen alle plötzlich zurechtkommen mussten. Das ist einfach sehr besonders festgehalten in diesem Film. Und dieser Film, der lebt auch vor allen Dingen von einer unglaublichen Darstellung von Jörg Schüttauf, der diese Hauptfigur mit einer solchen Entschlossenheit, aber gleichzeitig auch mit einer Neugier spielt. Und es ist wirklich ein Vergnügen, ihm dabei zuzusehen. Und der andere Grund, warum ich diesen Film ausgesucht habe, ist, weil mein Vater, Valentin Plattariano, in diesem Film mitspielt. Er spielt Viktor, einen Freund der Hauptfigur, dem er begegnet, nachdem er eben aus der Haft entlassen wird. Und mein Vater war in vielerlei Hinsicht und ist es und wird es auch immer bleiben, mein großes Vorbild. Mein Vater war ein wunderbarer Schauspieler, in meinen Augen auch wirklich ein Ausnahmeschauspieler. Und mein Vater war auch mein Lehrer und in der Schauspielschule, aber auch im wahren Leben. Er hat mir wirklich alles beigebracht, was ich über diesen Beruf weiß und auch über Schauspielkunst verstehe. All dieses Wissen kommt von ihm und es berührt mich natürlich sehr, dass Sie heute Abend einen Film sehen werden, in dem Sie dann auch meinen Vater spielen sehen. Und Berlin is in Germany ist ein Film, in dem nicht wahnsinnig viel gesprochen wird, aber der schönste Satz, den spricht, oder der wichtigste Satz, finde ich, kommt von der Figur meines Vaters. Und ja, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend und wünschte, ich könnte bei Ihnen im Kino sein. Viel Spaß!